Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück bei Final Fantasy 14, wo wir uns mal wieder in Geistersoll befinden, oder immer noch, wohlgemerkt. Ja, denn es gilt, unsere Freunde zu retten, und dazu müssen wir die Galia etwas aufs Korn nehmen. Und das werden wir natürlich auch tun, denn wir brauchen eine Magitech. Gottes Willen. Eine Magitech, Kampfmaschine. Und dazu haben wir den Salut, den Galeischen, gelernt. Wir können ihn jetzt... wie ein galeischer Soldat, salutieren. So. Wir nähern uns. Boah, Gott, was ist denn los gerade? Wir nähern uns, Castrum Sentry. Wo Minfidia und die anderen ja immer noch auf uns warten. Hoffentlich geht es ihnen gut. Oh, guck mal, da ist ja schon eine. Galileischer Centurio. Was gibt's zu berichten, Soldat? Was? Zwillichtige Gestalten in der Nähe des zerstörten Camps? Sollten die Gerüchte von einem Rebellenangriff am Ende doch noch wahr sein? Wenn du sie nochmal entdecken solltest, zünde augenblicklich eines deiner Rauchsignale. Dann stoppen wir uns die Aufständischen und zeigen ihnen, wer in Mordona das Sagen hat. Und nun zurück auf deinen Posten. Ah, nicht sofort auf den Schokobo steigen. Ich weiß, es ist eigentlich scheißegal, aber man muss ja mitspielen. So, dann gehen wir zurück auf unseren Posten. Wenn wir hinter den Steinen verschwunden sind, dann können wir auf dem Schokobo aufsitzen. Oh, wir haben gleich auch schon wieder ein Level abgelegt gerade. Das ist ja nice. So. Ich hasse sie. Mann. Hä? Oh, jetzt haben wir nicht schon wieder in dem Ding drin. Oh. Nicht in dem Ding drin, aber hier oben. So. Zack. Zielort. Let's go. Du hast noch nicht die, die für den Kampf von der Magitech-Gruppe empfohlene Stufe 36 erreicht. Den Kampf trotzdem beginnen? Ja. Wir werden ja gleich Level 46. 36 habe ich gelesen. Na, das läuft doch wie geschmiert. Dachte, ich greife dir mal ein bisschen unter die Arme. Magitech ist schließlich mein Spezialgebiet. Ich habe vergessen. Oh, ich habe vergessen, unsere Rüstung anzulegen. Hoffentlich geht das trotzdem gut. Ha, sieh nur. Da kommen sie schon und haben auch was Schönes mitgebracht. Was hat das zu bedeuten? Wo sind die Rebellen? Centurio, seht doch! Du selbst gehörst zu den Aufständischen? Man hat uns reingelegt, Männer. Lasst sie den Zorn unserer Magitech-Kampfmaschine spüren. Oh, die darfst du uns gern überlassen. Ja, jetzt bleibt nur noch die Kampfmaschine selbst. Was hat er gefaselt?
sollte ein bisschen auf Sid aufpassen, kann das sein? Hilfe. Okay, hat das jetzt geklappt oder hat das nicht geklappt? Ich hab gar keine Ahnung mehr. Gute Arbeit, Finn. Jetzt haben wir unsere Magitech-Kampfmaschine. Allerdings sieht so aus, als wäre wir etwas zu enthusiastisch gewesen. Das gute Stück hat ganz schön gelitten. Was meint ihr, Bix oder Wedge? Kriegt ihr das wieder hin? Ach klar. Klar, Chef, die Kiste kommt so ordentlich, scheint aber keine irreparablen Schäden davon getragen zu haben. Die schnurrt im Handumdrehen wieder wie ein Kätzchen. Allerdings lassen sich die Beine kaum bewegen. Eventuell hat das Steuermodul was abbekommen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die sind doch für viel härtere Einsätze gebaut. Vielleicht war dieses Modell einfach schlecht gewartet. Nach all der Aufrüstung und Kriegstreiberei würde es mich gar nicht wundern, wenn die Galeanen allmählich das Geld ausgeht. Na, wie auch immer. Jetzt heißt es erstmal, den Schnitter nach Geisterse zu schaffen und wieder flott zu kriegen. Wird eine lange Nacht, Wedge. Kannst gar nicht erwarten. Du ratzt doch sowieso wieder ein und lässt mich die ganze Arbeit machen. Also gut, du hast es gehört. Wir schaffen den Schnitter zurück nach Geisterse und bringen ihn auf Vordermann. Kannst gerne mal vorbeischauen. Slavborn von der Abenteuergilde hat uns einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem wir ungestört arbeiten können. Auch voll demoliert. Die Frage ist, können wir die Quest abgeben? Ne, können wir nicht. Aber, weißt du was, wir machen jetzt einfach mal hier eben, eben ganz kurz. Zack. So, mal wieder unsere Ausrüstung anziehen. Ich töte einfach mal so einen Nöck. Das müsste ja eigentlich ausreichen. Geben die 3000 XP? Und dann kriegen wir eine neue Waffe, Leute. Okay, es reicht doch noch nicht. Egal, dann töten wir noch einen. Wo ist eigentlich schon wieder Obu? Ah, ich stand hier ziemlich lange. Vielleicht hat er sich dann irgendwann mal verzogen. Das macht er zwischendurch mal. Ich rufe den einfach mal wieder. So, dann machen wir hier noch den Blitzhexagon weg. Oh, es reicht nicht aus. Immerhin können jetzt die ganzen Leute, die hier gerade questen, hier durchlatschen. Oh, ihr questet hier. Entschuldigung. Schon wieder irgendeine so eine Benachrichtigung hier. Ich lieb's. Ich weiß gar nicht, hört man das in den Videos eigentlich? Ich glaube, das habe ich ausgestellt, dass man das nicht hört. Sehen tut man es auf jeden Fall nicht. Jetzt komm schon.
schlachte hier die ganze Gegend weg, ey. Alter, 100 XP, ernsthaft? Da ziehen wir mal ran hier. Bäh. So, der müsste jetzt aber wirklich der letzte sein, ja. La 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 bada. So. Ach. Mach ich denn? So, dann auf zurück nach Geistersoll. ja. Mal kurz den Baluigi ausgepackt hier. Oh Mann. Ach, guck mal, der Himmel hier auch. Im Hintergrund sieht das richtig schön aus. Selbst die Lichter vom Kastrum sehen irgendwie cool aus. Oh, guck mal, jetzt brauchen wir schon 214 XP. Alter. So langsam braucht man schon mehr. Die Magitech-Kampfmaschine haben wir drin, von neugierigen Blicken geschützt. Man kann schließlich nie wissen, wo die Gallier über ihre Augen haben. Willst du rein? Yes. Alpino steht hier vor der Tür. Darf der nicht mit rein, oder warum? Ich habe gerade Cordon Beng gelesen. Cordon Beng. Hey, Sid. Ah, da bist du ja. Probleme mit Gallian gab es hoffentlich keine mehr. Gut, die Magik der Kampfmaschine ist soweit auch in Schuss. Nur der Antriebskern will noch nicht zurecht. Aber Biggs und Reg kriegen das sicher im Nu hin. Neue Spielzeuge wirken sich auf die beiden immer ungemein motivationsfördernd aus. So, dann wollen wir uns mal mit der neuen Ausstattung vertraut machen. Ist das hier? Galeischer Faserstoff, okay. Okay, das ist auch mal eine interessante Rüstung, okay. Die Reparaturarbeiten gehen zügig voran und sollten bald abgeschlossen sein. Gäbe es da nicht ein kleines Problem. Der für den Antrieb des Schnitters zuständige Magitech-Kern ist nämlich wie befürchtet ziemlich stark beschädigt. Die Dinger sind von Natur aus sehr empfindlich. Der Kern ist das Herzstück einer Magitech-Kampfmaschine. Es wäre auf jeden Fall sicherer, ihn auszutauschen, sonst verreckt uns das Gefährt noch, wenn wir gerade bei den Gallianen einmarschieren. Und das könnte ziemlich unangenehm werden. Wir werden in Eosea keinen echten Magitech-Kern anfertigen können. Aber Wedge meinte vorhin, er hätte da vielleicht eine Idee. Am besten fragst du ihn mal. Was hat er denn für eine Idee? Also gut, Sid hat dir ja gerade erzählt, was Sache ist. Den Magitech-Kern können wir vergessen. Die Kerne sind extrem störanfällig. Wir können also nicht einfach einen aus einer kaputten Magitech-Kampfmaschine irgendwo auf dem Schlachtfeld ausbauen. Der wäre mit Sicherheit in einer ähnlich schlechten Verfassung. Aber es gibt einen Ausweg. Die Motoren von Marionetten ähneln den Magitech-Kernen in ihrer Bauweise. Also nehmen wir einfach so einen. Ich meine, die Marionetten laufen mit Hilfe der Motoren schließlich ganz alleine. Da sollten sie zur Steuerung einer Magitech-Kampfmaschine allemal reichen. Ich habe den Marionettenmotor bereits bei Serendipity, der Gildenmeisterin der Goldschmiede, in Auftrag gegeben. Wir haben hier noch mit den Reparaturarbeiten zu tun. Könntest du ihn vielleicht in Ulda abholen? Das wäre uns eine Riesenhilfe. Ich hoffe, so ein Motor kostet nicht gleich ein Vermögen. Alle Unkosten wird dir der Bund natürlich später erstatten. Also heb die Quittung gut auf. Und jetzt gute Reise, Finn. Na super. Dann auf nach Ulda. Leute, so langsam geht's in die heiße Phase. Aber ich muss da auch dazu sagen,
A Realm Reborn ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir werden noch so viel zu tun haben. Was ist denn mit denen los, ey? Seht den mal an. Dem Elefantenkopf, ey. Ich werd nie mehr. Ah, da haben sie den Regenschirm rausgepackt, ey. Auch cool. Wie viele haben wir eigentlich irgendwelche von diesen Mokri-Dingern bekommen bisher? Nee, ne? Warum habe ich eigentlich einen Kyras dabei? Ich will mal ganz kurz zum Markt. Weil ich habe ein bisschen was verkauft. Ich würde da gerne einmal nachschauen, ob wir das ganze Zeug auch verkauft haben, beziehungsweise unser Gehilfe. Ich glaube, ihr habt den Gehilfen auch seitdem nicht mehr gesehen, seit wir den erstellt haben, ne? Man kann ja insgesamt zwei haben, aber aktuell brauche ich halt nur den einen. Aber der hat auch eine Unternehmung, auf den ich ihn geschickt habe. Und dann kriegen wir auch mal die ganzen Bögen los, weil der ist ja Ballläufer. Krämerklingel. Okay, was haben wir da noch? Okay, aber wir haben einiges verkauft hier. Ja gut, die Metrie-Panzerhandschuhe für 19.800. Ey Leute, kauft die mal. Kommt mal auf Shiba und kauft die Sachen mal. Ach nee, das sind die Sachen, die wir verkauft haben. So, wir schicken den einfach nochmal. Warte mal, ich kann den mal ganz kurz hier... Die Lederrüstung haben wir leider für den Mönch schon. Für den Faustkämpfer meine ich. Den kann ich ihm nicht anziehen. Sieht schlecht aus. Aber den Bogen können wir auf jeden Fall austauschen. Okay. Na gut, er hat immerhin einen Bogen und eine Halsberge, ein Kehlstück. Mit Unternehmung beauftragen. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich würde mal die ganzen Farben mal ganz kurz hier lassen, weil ganz ehrlich, die brauche ich sowieso nicht. Wir müssen ja auch mal die, die Tasche leer kriegen. Nur wie die Phantasia, die kann auch hier bleiben. Okay, alles Weitere. So, ich verkaufe mal eben die ganz normale... ganz ehrlich, ich brauche eigentlich jetzt gerade... Das brauche ich nicht unbedingt. Ich verkaufe auch mal die die paar Stahlbratpfannen. Was ist das hier? Tonstein brauche ich jetzt auch nicht. Obsidian brauche ich auch nicht. Wyvern, weiß ich nicht. Nee, egal. So, haben wir ein bisschen in die Taschen geleert hier.
So, jetzt können wir dann zur Goldschmiedegilde. Und bald haben wir schon Level 47 erreicht und dann kommt der Goldklamm. Auch eine sehr ätzende Ini. Mit Abstand eine der ätzendsten im Laufe von Level 1 bis 50. Es gibt noch nervigere, aber das ist schon eine der nervigeren. Halli, hallo Abenteuer. Möchtest du etwas über die Kunst des Goldschmieds? Ich finde die Krone so cool, da kann man die kaufen. Ach so, du bist wegen der Marionettenmotors hier. Ja, den hat Herr Wedge von der Garn- und Metallwerken bei uns in Auftrag gegeben. Der Motor ist bereits fertig. Nein, nein, lass die Gilmer stecken. Herr Alfino hat sich nämlich auch gemeldet. Er meinte, der Motor wäre immens wichtig für euch. Wir schulden ihm viel und haben daher ein ganz besonders gutes Exemplar angefertigt. Hier ist das gute Stück. Ich wünsche euch viel Glück, mein Lieber. Gut, dass wir so reiche Freunde haben. Ach, wo will ich denn hin? Goldschmied könnte ich auch mal machen. Habe ich wirklich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, was stellen die her? Ich glaube, die ganzen Ringe und so, ne? Fällt aber auch so eine schöne Krone wieder hinten. Naja, die sieht man bei uns eh nicht, weil wir sind ja ein Vira. Bei uns sieht man nichts, was auf dem Kopf passiert. So, dann auf. Du willst das Set? Kein Problem. Ich passe auf, dass dich beim Reingehen keiner bemerkt. Wie, da drin ist kein Ruhebereich? Auch lustig. Quetsch. Ich kann es gar nicht erwarten, die Kiste in Aktion zu sehen. Hast du den Marionettenmotor dabei? Yes, habe ich. Ja, der sieht gut aus. Vielen Dank. Hm, der sieht sogar sehr gut aus. Der war doch bestimmt furchtbar teuer, oder? Ich hoffe, du musst es im Treibsand nicht noch Teller waschen. Wie bitte? Serendipity hat uns die Motor als Gefälligkeit für Alfino umsonst überlassen? Zahlt sich wohl aus, aus vornehmem Hause zu stammen, was? Na, mir soll's recht sein. Also gut, dann wollen wir mal rein mit dem guten Stück. So, fertig. Ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Muss ich sagen. In Ordnung, Freunde. Die Magitech-Kampfmaschine ist startklar. Nanu, startklar, habe ich gesagt, du dummes Stück Blech. Ja, mach ihn ruhig wieder kaputt. Na also, geht doch. Lass uns direkt mal mit dem ersten Probelauf beginnen. Schwing du dich auf den Pilotensessel hin. Wir werden die Funktion vom Boden aus überwachen. Also gut, Start frei für die erste Runde. Schwing dich ins Cockpit, mein Lieber. Und dann lauf mal ein bisschen rum, damit wir sehen können, ob alles einwandfrei funktioniert. Als erstes sind die Beine dran. Die waren ja ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Wir brauchen also einen richtigen Härtetest. Wie wär's, wenn du die Kristallformation im Zentrum des zerstörten Camps erklimmst? Solltest du zwischendurch mal absteigen müssen, kannst du den Rest-Test bei mir jederzeit von neuem antreten, klar? Ja, aufpassen, dass uns dein Nöck nicht erwischt. Ich glaube, er meinte das hier, ne? Bestens, die Rumpfsektionen verrichten ihren Dienst tadellos. Mach dich an den Abstieg und lauf dann ein bisschen weiter in nordwestlicher Richtung vielleicht. No.
Ah! Genau, mach das Ding einfach wieder kaputt. Der springt aber lustig. Cool, ne? Die Gelenke machen ebenfalls einen guten Eindruck. Dann bring das Schätzchen mal zurück zu uns. Feldtest abgeschlossen. Das Ding läuft gut. Da! Ich will nicht von so einem Nöck erwischt werden. So. Alle funktioniert tadellos. Unser Test wäre damit abgeschlossen. Du kannst wieder runterkommen, Finn. Die Servomotoren schnurren und die pneumatischen Dämpfer federn jede Erschütterung ab. Wenn Big seine Feinjustierungen vorgenommen hat, hüpft der Schnitter wieder wie ein Junge, wie eine junge Springspitzmaus durch die Gegend. Nur das Steuermodul macht mir Sorgen. Zwar verrichtet der Marionettenmotor wie geplant seinen Dienst, aber die Kampfmaschine scheint mir nicht ihr volles Potenzial zu entfalten. Haben wir ihr für den Beginn vielleicht zu viel zugemutet? Hätten wir ihr noch vor dem Probelauf gut zureden sollen? Ich hab's. Wir sollten sie erst einmal freundlich bei uns willkommen heißen. Ernsthaft? Herzlich willkommen, Maschine. Piep. What? Die lebt? Okay. Was passiert jetzt? Der Motor schnurrt wie ein Kuri-Baby. Und freundlich waren wir auch zu der Kampfmaschine. Trotzdem ist sie noch nicht voll einsatzbereit. Was hat sie denn bloß? Mechanisch ist alles in Ordnung, aber das Steuermodul scheint blockiert zu sein. Und das ist ein Riesenproblem, denn ohne die Assistenzfunktion des Steuermoduls müssen auch kleinste Bewegungen manuell ausgeführt werden. Bis man alle Handgriffe verinnerlicht hat, können Jahre vergehen. Und so viel Zeit haben wir nicht. Ich begreife es nicht. Der Marionettenmotor arbeitet einwandfrei und trotzdem wirkt es so, als würde die Kampfmaschine einen Teil ihres Potenzials bewusst zurückhalten. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte, Wedge? Kein blassen Schimmer, Chef. Der Schnitter hat anscheinend keine Lust aufzuwachen. Die Galeien zu sehr beansprucht haben? Wir haben ein Problem, Leute. Mit 6 Beinen und kaiserlichem Wappen auf der Brust. Die Galea? Verdammt, wir sind aufgeflogen. Da ist ja der gestohlene Schnitter. Der wird auf der Stelle konfisziert. Was? Sid Garland ist einer der Übeltäter? Und dieser Abenteurer, der uns in letzter Zeit ständig Ärger bereitet? Verständige sofort das Hauptquartier. Wir brauchen Verstärkung. Von wegen, Freunde. Patrouille 5 an Hauptquartier. Patrouille 5 an Hauptquartier. Wir brauchen Verstärkung. Patrouille 5 an Hauptquartier. Ich komme nicht durch. Irgendein starkes Signal stört unseren Funk, Sir. Verflucht, das muss das Werk dieses Verräters Sid sein. Auch so schnell geben wir uns nicht geschlagen. Wenn wir den Schnitter nicht bekommen, dann soll ihn keiner haben. Zerstört die Kampfmaschine, Männer. Oh oh. Schützt den Schnitter um jeden Preis. Wir stehen so kurz vor dem Ziel. Nun gut. Let's go.
Oh no. Warum nehmen wir nicht so einen Frontbrecher? Also so einen Frontbrecher würde ich auch feiern. Danke, danke. Der Applaus ist gerechtfertigt. Sieh doch, Sid. Die Magitech-Kampfmaschine. Endlich aus dem Winterschlaf erwacht, was? Dann wären wir ja vollzählig. Es kann losgehen, Finn. Wir schmuggeln uns ins Castrum Centri und holen Minfidia und die anderen da raus. Hey, willkommen, Team Schnitty. Ah, er hat das Zeichen von den Galon-Metallwerken da drauf gemacht. Ah. Wie er sich freut. Eine Maschine, die sich freut, ist auch schön. So. Die Magitech-Kampfmaschine ist wieder voll funktionstüchtig. Ein paar Feineinstellungen müssen wir noch vornehmen, aber dann kann's losgehen. Endlich können wir die Befreiungsaktion starten. Haare noch ein wenig aus, Minfidia. So. Bist du bereit, Finn? Von mir aus kann's losgehen. Daumund, schön, dass du kommst. Tja, ich dachte, ich sag euch lebewohl, in aller Form, ist ja das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ihr seid ja dabei, zu Ende zu bringen, was ich mein Leben lang so sehr gewünscht habe. Dieser Wunsch. Bei allem, was du schon für uns getan hast, weiß ich eigentlich so gut wie gar nichts über dich. Was ist denn vorgefallen, dass du die Galea so hast? Wenn du nichts dagegen hast, es zu erzählen, meine ich. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Eigentlich hat es mich selbst schon gedrängt, die Geschichte loszuwerden. Aber wartet euch nicht zu viel. Es ist nichts Ungewöhnliches. Ich bin ja nicht der Einzige, dem die Galea Unrecht angetan haben. Meine Mutter. Sie war die netteste Mutter, die du dir denken kannst. Fürsorglich und immer ein Lächeln auf den Lippen. Und eine Schwester hatte ich auch. Ein süßes Mädchen. Als Kinder waren wir zu unzertrennlich. Und dann kamen die Galea und haben alles kaputt gemacht. Als Alamigo fiel, haben sie uns in ein Arbeitslager gebracht. Schwere Arbeit vom Morgengrauen bis in die Nacht. Und meine Mutter und meiner Schwester blieb auch keine Tortur erspart. Ich konnte es nicht mehr mit ansehen, wie sie leiden. Eines Tages sind wir ausgebrochen. Wir waren schon ein paar Meilen außerhalb der Stadt, als sie uns entdeckten. Meine Mutter und meine Schwester gerieten in Panik. Wir stürzten sich vor meinen Augen von der Klippe. Ich war so verstört, dass ich nicht den geringsten Widerstand leistete, als sie mich wieder in Ketten legten und zurückschleiften. Ich schwor es, diesen Hunden heimzuzahlen. Ein paar Jahre später habe ich dann einmal einen Mut zusammengekratzt
und einen neuen Versuch gewagt, diesmal erfolgreich. Ich wurde ein Abenteurer, um kämpfen zu lernen und die nötigen Geld zusammenzubekommen. Aber jetzt sind bald 20 Jahre vergangen. Und was habe ich erreicht? Gar nichts. In der kurzen Zeit, seit ihr in Geistersoll seid, habt ihr schon mehr geleistet als ich in all den Jahren. Das tut mir leid, Glaumund. Aber auch wir wollen nur unsere Freunde retten. Aber nachdem ihr eure Freunde gerettet habt, werdet ihr es den Guardian ordentlich geben, oder? Ich habe schon vielen geholfen und versucht, meinen Durst nach Vergeltung damit zu beschwichtigen. Aber irgendetwas sagt mir, dass es nun zu guter Letzt doch noch völlig gestillt werden könnte, mit dem, was ihr vorhabt. Und, reicht dir das schon, einfach nur anderen zu helfen? Wenn du willst, kannst du uns begleiten und mit eigenen Händen Rache nehmen. Das ist verlockend, aber ich fürchte, ich muss ablehnen. Ich habe Rache geschworen, das ist wahr, aber mir ist klar geworden, dass ich nicht für die Front gemacht bin. Nennt mich ein Feigling, aber ich bleibe lieber auf dem Boden der Tatsachen. Meine Aufgabe ist in den hinteren Reihen. So kann ich am meisten zum Widerstand gegen die Gallia beitragen. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug in der bitteren Vergangenheit gebührt. Lasst eure Freunde nicht länger warten. Ich bitte für euren Erfolg. Möge Ralk mit euch sein. Wo immer die Gallia hingehen, bleibt Elend und Not zurück. Für all die, die Ersea ihre Heimat nennen, müssen wir Gaius' Plänen ein Ende machen. Aber zuerst retten wir unsere Freunde. Big Swedge und ich werden uns östlich von Castrum Sentry bereithalten, etwas außerhalb der Route der Patrouillen. Komm dorthin, wenn du fertig bist, und vergiss nicht, deine Galliar-Verkleidung anzulegen. Müssen wir denn? Na gut, dann machen wir das doch. Wo ist sie denn? Na dann, let's go. Passt auch von der Zeit ganz gut, dann können wir das beim nächsten Mal nämlich starten. Das dauert nämlich, glaube ich, ziemlich lange. Da kommen wir dieses Mal natürlich gar nicht mehr hin. Mit der Zeit, meine ich. Oh, was ist das denn für ein cooles Reit hier? Aber ich mag mein Reit hier auch, also. Oh, jetzt sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Das ist schon mal ganz geil. Huhu, wah. So, dann reiten wir da noch hin, wo wir hinwollen. Und dann beende ich die Folge. Immer dieser Moment, wo man so denkt, okay, zieht er uns wieder ran oder zieht er uns nicht ran? Oh, guck mal, ein Beschwörer. Na toll. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beende ich die Folge einfach heute mal etwas früher. Ich mag das Schwert übrigens. Ich mag die Form. Wie so eine Machete. So ähnlich. Nur andersrum. Ja, Leute. Ich sage einfach mal, ist das ein Leopardenmuster hinten auf dem Schild? What the fuck? Okay, Leute. Ich würde einfach mal sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Beim nächsten Mal geht es dann ins Castrum Sentry, wo unsere Freunde auf uns warten. Ich bedanke mich wieder und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und tschüss.